Er weiß es längst, die Temperaturen steigen wieder. Und so nutzte so manch ein Wintersportler am Wochenende noch schnell die Gelegenheit für die eine oder andere Abfahrt. Nach dem großen Ansturm auf die Wintersportgebiete am Erbiskopf und am Dollberg der letzten Wochen zeigte sich die Lage am Sonntag deutlich entspannter. Am Erbiskopf etwa blieb das teilweise befürchtete Verkehrschaos aus. Bis zum frühen Nachmittag gab es immer wieder freie Parkplätze. Hauptsächlich waren es Familien mit kleinen Kindern, die nochmal den letzten Schnee zum Rodeln ausnutzen wollten. Die erste Hürde, die alle Besucher am Erbiskopf zu nehmen hatten, waren allerdings die stark vereisten Wege hinauf zu den Rodelhängen. Für viele Besucher war das Eis überraschend und nur schwer zu meistern. Aufgrund des anhaltenden Tauwetters kamen die Schneekanonen in den letzten Tagen nicht mehr zum Einsatz. An einen Liftbetrieb war hier nicht zu denken. Ein paar Kilometer weiter am Dollberg kamen nicht nur die Rodler auf ihre Kosten. Auch die Skifahrer konnten den Schnee noch einmal für sich nutzen. Der Skilift war in Betrieb und wurde zur Freude der Pistenfans gerne genutzt. Auf Werbung für den Wintersport hatte der Verein des Skiclub Dollberg absichtlich verzichtet. Auch die Webcam wurde vorsorglich abgeschaltet. Zu groß war die Sorge, der Liftbetrieb könne zu viele Menschen anlocken. Das Konzept ging auf, die Besucher verteilten sich gut über die gesamte Anlage, sodass Abstands- und Hygieneregeln hier kein Hindernis darstellten.